Hey, grüß Philipp. Dich. Grüß dich. Alles gut, bitte anschnallen. Ja, alles gut, bin gemacht. Legen wir los. Hier, wir fahren hier im BMW Mini durch die Stadt. Es sind 18 Grad, ist super. Kann schlechter sein? Nee. Siehste, läuft. So, willkommen zum zweiten Teil von der BMW Mini Abschiedsabschlussfahrt durch Leipzig. Mein zweiter Gast am heutigen Tag, Marc Esche. Hallo Marc. Hallo Philipp. Geiles Intro. Können wir nochmal Hallo sagen? Also, was soll ich nochmal Hallo sagen? Ja, los. Wir schneiden alles zusammen. gibt hier keinen zweiten Versuch. So, wir starten an der Arena Leipzig und fahren jetzt mal links. Okay. Oder? Hast du einen Wunsch? Wo willst du hin? Können einmal durch das Zentrum und dann nach Connewitz und wieder zurück. Boah, ich hoffe, in 20 Minuten. Ja, gut, dann lassen wir es bleiben. So, Marc, die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Darf ich dir erst was zu trinken anbieten? Was hättest du denn gern? Ah, ich darf nicht nach hinten gucken. Doch, du darfst nach hinten gucken. Eine Limo. Ja, dann greif nach hinten und nimm dir eine Limo. Ich nehme eine Limo. Müssen wir das eigentlich ansagen? Danke. Gerne. Also wenn ich an meiner alten Schule vorbeifahre, habe ich immer noch so Gedanken und Gefühle? Aber du bist ja eigentlich in die weggekommen hier. Richtig. Also, vielleicht formen die sich jetzt erst mal in den nächsten Jahren, aber doch, also gibt es auf jeden Fall auch. Ja, aber ich fahre hier halt schon oft vorbei und deswegen sind die wahrscheinlich noch nicht so stark wie deine. Du kommst wahrscheinlich nicht mehr so oft in deiner alten Schule vorbei. Nee, relativ selbe. Eben wurde mir auch. Aber ich war öfters in der Schule, als ich jetzt vorbeifahre. Das ist klar. Nicht einmal im Jahr, sondern. Ja. Klar. Bei mir ähnlich. Kurzes Fazit von der Saison erstmal. Wir neigen uns ja dem Ende zu, haben wir gerade schon gesagt. Was ziehst du persönlich? Es sind ja noch 3 Spiele eigentlich. Also, ja, wir drehen ja vor. Ja. Also, es sind noch 3 Spiele. Ja. Es gab ganz viele Höhen und es gab viele Tiefen und ich denke, aus beiden können immer alle Beteiligten lernen. Also sowohl jeder persönlich als Spieler, sowohl ich, als auch, ja, wie gesagt, der Verein und alles, was dahinter steht. Für mich war es das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Eine leichte Saison in Bezug darauf, dass ich den Profisport jetzt, umso länger du dabei bist, umso besser kommst du damit klar. aber halt auch mit einer der schwersten in Bezug darauf, was meine Zukunft angeht und dass da halt noch nichts feststeht und die Sache jetzt so hier ausläuft. Ja. Weshalb wir ja hier sind. Also du hast jetzt quasi noch nichts. Wir haben einen sehr, sehr guten Linksaußen sucht. Gerne erste Liga, starte ich hier einen Aufruf. Marc Esche ist fit. Okay, ja, richtig, korrekt. Er ist topfit. Was war denn dein erstes Bundesligaspiel? Kannst du dich noch daran erinnern? Auswärts in Göppingen. Oh, schwierig. Ich glaube 2018. Aber es kann auch sein. Nee, da war mein erstes Bundesliga-Tor. So. Wer stand am Tor, weißt du noch? Primož Prost. Oh, wieso? Das ist ein guter. Internationale Fahren. Wenn du das sagst, dann machen wir das so. Hast du dein wie soll man sagen? Wer war denn für dich der schwerste Torwart bis dato? Also der schwerste Torwart zu überwinden, ne? Der schwerste Torwart aktuell. Du im Fußball. Nee, ich war nicht so schwer warst du nicht. Erstens war ich nie so schwer und zweitens war ich nie im Tor. Also aber immer im Gegnerteam. Ich bin reiner Stoßstürmer, bin ich. Immer im Gegnerteam. Reiner Stoßstürmer. Okay. Mein zweiter Name ist nämlich Stürmer, reiner Stürmer. Alles klar. Ich fand es immer unangenehm. Kannst du mal bitte den Gag mal ein bisschen besser feiern, oder? Also. Jetzt überlasse ich den Zuschauern zu Hause. Gut. Wer war am unangenehmsten? Das ist eine tolle Frage. Ja, unangenehm ist gut. Oh, unangenehm. In der Jugend habe ich immer ungern gegen Till Klimke gespielt. In der Jugend? Ganz eklig, ja. Der ist ja jetzt immer gegen Wetzlar. Der ist ja jetzt noch ekliger.
Also nur, ja, also spielerisch. Da war mir aber tatsächlich, also gegen ihn habe ich noch nicht so oft im Männerbereich gespielt. Grüße gehen raus an Till. Till, richtig feiner Typ. Ja, der wird auch mal seinen Weg machen, der Kollege. Hundertprozentig, macht er doch schon. Ja, aber es wäre schön, wenn er mal seinen Weg nach Leipzig machen würde irgendwann vielleicht. Ne? Also, aber wir sind ja gut aufgestellt aktuell. Ja. Wir sind ja gut aufgestellt am Tor. Aber das ist auch richtig. Till kenne ich noch aus Wetzlarer Zeit. Mhm. Da war aber gefühlt in der C-Jugend. Ja. Und in der B-Jugend haben wir dann angefangen, gegen ihn zu spielen. Und im Männerbereich würde ich sagen, unangenehm passt, wenn du der Gegner von Silvio Heinefetter bist, immer perfekt darauf zu. Also an allen Enden unangenehm gegen Silvio zu spielen. Ja, das stimmt. Ich studiere jetzt in einem zeitlich dichteren Rahmen. Also es ist ein Fernstudium, das ich jetzt angefangen habe für Sportmanagement. Und dann kann ich das halt jetzt so takten, dass was in der Zeit, wo ich keinen handballerischen Profirahmen mitbestreiten darf, dass ich das dann dichter takten kann und dass jederzeit halt auch wieder zu denen geht, sobald da eine neue Beschäftigung kommt. Bist du ein bisschen eher fertig mit deinem Studium? Das wäre doch schön. Das wäre gut. Das wäre gut. Ja. Fände ich gut. Aber du kannst dich auch gut ablenken, ne? Du bist ein kleiner Gamer, ne? Habe ich mal gehört. Weil dir das zugesteckt hat. Wieso auch nicht. Ich bin ja, zumindest, dann. Ich bin zumindest immer tief beeindruckt, wenn du da vor der Konsole hockst. Ich bin auch so. Ich bin auch. Was? Wie oft hast du das schon gesehen? Du hast mir doch mal hier beim Auswärtsspiel, als ich noch. Okay, jetzt wird's unangenehm. Weißt du noch? Als wir im. Wo war ich denn rum eigentlich? Als wir in. Da haben wir in Stuttgart haben wir da gespielt. Weißt du es noch? Und ich wusste nicht, warst du und. Also, es war natürlich zwei Tage vor dem Spiel, ne? Es war jetzt nicht vor der Spielvorbereitung. Aber da hast du mir mal ein Spiel gezeigt, da stand ich bloß da und hab gedacht, Alter, mir fallen die Augen raus, das ging mir alles zu schnell. Aha. Ja. Ja, du hast recht. Ich bin ein kleiner Gamer. Das ist auch ein Standbein. Kann man auch einen Haufen Geld verdienen. Schließe ich jetzt auch nicht aus für ab Sommer. Dann können die Leute mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Hast du einen Twitch-Kanal? Ja, aber mir ist gerade der Name entfallen. Wie gesagt, du warst in den letzten Monaten nicht mehr so aktiv. Also, googelt mal den Twitch-Account-Namen von Magisch. Ja, der sollte vielleicht überall Social Media verlinkt sein. Vielleicht können wir den hier noch später noch einblenden dann. Schwierig. Warum? Ja, na klar. Das ist super. Mach mal so. Also, ich würde dich auf jeden Fall supporten. Danke. Ist das ganz lieb. Wer war denn für dich so der prägendste Mitspieler, den du hattest? Oder die prägendste Person, die in deiner Zeit in Leipzig? Oder der dich am meisten beeindruckt hat? Boah, es ist da ganz schwer. Also, ich würde jetzt nicht nur einen sagen. Sag einfach ich. Es ist ja. Cut! Stell die Frage nochmal. Mülli, natürlich du. Vor allem menschlich. Weil. Was denn? Da hast du natürlich immer den meisten Einfluss gehabt. Du warst aus deiner Prime raus, als du hierher kamst. Da müssen wir uns jetzt ja auch nicht die Taschen vollhauen. Wer hat dich am meisten beeindruckt? Am meisten geprägt? Am meisten geprägt? Mhm. Nämlich viele Leute. Ich kann das nicht sagen, einer alleine. Nein, das geht nicht. Nee? Also, ich fand Max cool. Ich fand, also Bindi, na klar, auch wenn er mein größter Konkurrent ist, aber ich habe auch viele Sachen abgeguckt. Max Janke, Basti Roschek, das sind alles auch Typen gewesen, die von denen du dir immer eine Scheibe abschneiden konntest, eigentlich in jedem Moment. Ja, aber auch zu den Jungs, mit denen ich jetzt spiele, es ist weniger so ein sportliches, davon will ich jetzt unbedingt auch was haben, sondern ein menschliches Miteinander mit Marco, Marmic, mit Luca, den wir schon ein bisschen eine dickere Gruppe geworden sind, also dicker im Sinne von dicker zusammen. Ja. ja, und was auch ganz viel gegeben hat und von dem ich ganz viel gezerrt habe hier. Ist das schon eher Richtung Antwort deiner Frage gewesen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Nee, es gibt ja immer Personen oder eine Person, die einen prägt oder die einem mal ein bisschen, mit der man viel zu tun hat oder von der man sich einfach was abguckt. Das ist immer so. Was hast du noch für eine Leidenschaft? Katzen? Das sind Fragen, auf die du schon die Antworten weißt. Klar! Das zeichnet einen schlechten Report aus. Ja, also Leidenschaft trifft es richtig gut. Ich war völlig überrascht. Ich mag Haustiere, ob es jetzt ein Hund ist oder Katzen. Und ja, ich wohne mit meiner Freundin seit 3 Jahren jetzt zusammen. Und die beiden, also meine beiden Kater, jetzt auch seit einem oder anderthalb Jahren. 2 Kater? Mhm. Krass, scheiße. Wir haben hier einen Stau gerade. Erklären sich die Tierhaare auf meinen Klamotten nicht von allein? Jetzt verstehe ich. Jetzt auch deine Frage auf. Jetzt verstehe ich. Uns rennt ein bisschen Zeit davon und wir stehen hier voll im Stau. Aber da können wir die kleine Frage-Antwort-Runde auf jeden Fall jetzt schon machen. Dann gibt es doch ein Quiz. Na klar. Nein, es ist bloß entweder oder. Also okay. So, voll frei. Grün oder weiß? Weiß. Urgrossitzer oder Sachsenwelle? Urgrossitzer. Fritz Cola oder Whey Protein Shake von Mr. Big? Fritz Cola. Massage oder Eistonne? Massage. Jetzt habe ich Krieger auch gefragt, von wem? Steve oder Leon? Meine Freundin. Oh. Ja, dann macht die Frage auch wieder einen Sinn. Okay. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Ja, wenn Auto, BMW oder VW? Von dem BMW. Ich weiß, aber ich besitze ein VW. Okay. Weißt du nicht? Also BMW. Cool. Cut. Wir sind gerade hier in Lodz. BSG oder Lok? Boah, Fußball ganz schwierig. Aber, also ich muss jetzt wahrscheinlich eine Antwort geben. Ja. BSG. Oh, super. Baleo oder Bulli? Hä? Der heißt doch Bulli von RB, oder? Baleo. Ja, das sag ich so. Ich hab gesagt, Fußball schwierig. Kossi oder Schladitzer Bucht? Boah, beides schön. Kossi zu voll, Schladitzer Bucht. Gute Antwort. Kraftraum oder Laufbahn? Ich hab gegen beides nichts. Langhandel oder Gummitwist mit Haken? Langhandel. Kaffee in der Dankbar oder Zocken an der Playsee? Gut, nächste Frage. Im Auto mit Klaus oder im Bus mit Alex? Bus mit Alex. Klaus, liebe Grüße. Ich bin auch schon öfter mit dir mitgefahren. Alles gut. Deutsche Meisterschaft mit der Jugend oder Auswärtsspiel in der vollen Halle in Kiel? Wenn man sich emotional abholen muss. Kiel. Krass. Fußball oder Sex per Sekunde? Fußball. Butera als Torwart oder Butera als Trainer? Also Co-Trainer. Boah, beides klasse. Butera als Torwart. Top. Sächsische Schweiz oder die Schweizer Schweiz? Das ist eigentlich eine Frage für Milo. Aber. ja, lasst euch überraschen. Dritter Teil mit Milo. Der kann die Frage besser beantworten. Also Sächsische Schweiz, oder? Na klar. Na ja, klar, wir sind doch regional. So, ich habe natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheit und ein kleines Abschiedsgeschenk für Marc Esche organisiert. Kann nicht wahr sein. Ich war in einem absoluten Gamerladen. Vorsicht, du musst nach vorne gucken, wenn du fährst. Ich war in einem absoluten Gamerladen, habe ich da beraten lassen und haben die zu mir gesagt, für langes Sitzen, Kopf einziehen, für langes Sitzen wäre so eine Perlenmatte für den Stuhl wäre die optimal. Das kann man mit Sicherheit auch auf lange Auswärtsfahrten im Bus mitnehmen. Deswegen hast du es ja eigentlich bestimmt auch. Nee, ich habe gedacht, weißt du, für Rücken und also die haben mich echt gut beraten und haben gesagt, das ist der Wahnsinn. Das ist eine geile Gamermatte, also die muss man auf jeden Fall auf den Stuhl ziehen. Ich hoffe, das ist was. Chapeau, Mülli. Ja, ist es was? Aber ich bin es auch nicht anders von dir gewohnt. Sehr schön. Du bist die Nummer 1. So, wir trudeln jetzt langsam wieder zurück zur Arena Leipzig. So machen wir es. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei meinem Gast, Marc Esche. Vielen Dank, Marc. Danke dir auch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft bei der Suche nach einem neuen Job, nach einer neuen Aufgabe. Und wie gesagt, ich bin ja hier. Wenn was ist, ruf mich an. Immer. Grüner Pfeil. In dem Sinne, wir geben ab zurück ins Funkhaus. Vogelspinne. Oh. Kennst du? Nee.
Geil.